Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part des Mega Man Weekend Project. Mega Man 2 Let's Play. Wir sind in Part 2. Wir haben Quickman, Woodman, Crashman im ersten Part mal richtig den Hintern versohlt. Und jetzt geht's weiter bei Flashman. Und ja, wie ihr seht, wird das ein bisschen brusauerlich bleiben. Ich weiß nicht, ob ich das bei den Bossen richtig mache. Ich weiß auf jeden Fall, ich werde es versuchen. Und beim dritten Versuch werde ich das einfach mal lassen. Und wie ihr seht, ich habe total Spaß an diesem Projekt. Es ist einfach geil, weil es läuft mal. Und ich kann es mal. Ich kann mal ein Spiel spielen. Auch wenn ich wenig Skill habe. Obwohl, Skill muss man hier nicht so richtig... So richtig Skill braucht man... Oh. Okay, da kann ich euch mal zeigen, was die Quickman-Fähigkeit ist. Oh, nee, das war die falsche. Dann gehen wir mal hier hin. Oh, ich hab nur ein Leben. Ach, egal. Das ist nämlich diese sogenannte... wie heißt sie nochmal? Von Crashman. Dann bleiben wir wieder auf dem normalen. Ja, wir können quasi Mauern sprengen und Leben besorgen, quasi sowas. So in etwa. Ja, komm, dann laden wir das mal kurz auf. Oh, jetzt ist weg. Ich gehe jetzt hier runter einfach und springe jetzt runter. Die Flashman Stage ist auch ziemlich einfach eigentlich. Ja. Wenn nicht solche Gegner da sind. Er springt mit runter. Sehr schön. Energie kann ich gebrauchen. Obwohl, oh, ja, beim letzten Leben. Ist besser, wenn ich schon ein bisschen mehr Energie bekomme. Na, komm ich nicht ran. Ach, schade, den Hit wollte ich jetzt aber nicht mitnehmen. Gut, der Hit ist jetzt drin, aber nicht so viel. Das reicht auch. Ja, was soll ich sagen zu dieser Stage? Die ist eigentlich sehr gut. Aua. Und ich rutsche hier ständig aus. Ja. Egal auf den Gegner jetzt. Ich scheiße auf ihn jetzt. Und die Gegner überspringe ich jetzt mal einfach ganz cool. So, und springe jetzt hier über die Plattformen. So, ich hoffe, wir kriegen hier so ein extra Leben. Energy Tank, wunderbar. Ein Energy Tank, ein Emero Tank. So wird es jetzt besser. Zack, dann machen wir mal kurz die Bombe. Leider keine Energie. Schade. Und gehen wieder auf unseren normalen Power. Ist die Power Beam oder. Sag mal einfach Waffe. Beam, Beam, Beam. Normalen Beam. Und werden uns jetzt um Flashman kümmern. Ne. Flashman, ja. Und Flashman hat eine fiese Angewohnheit. Er kann nämlich die Zeit stoppen. Aber das war's schon. Ja, die sind irgendwie alle gegen Booster empfindlich. Es ist normal. Ich hätte besser auf Difficult gespielt. Vielleicht wäre das sogar ein bisschen schwerer gewesen. Nach meiner Meinung. Vielleicht mache ich dann so ein Speedrun oder so. Kann ja sein. Dann könnte es gut ausgehen. Time Stopper, so heißt denn die Fähigkeit. Oh, wir kriegen eine Nachricht. Alarm, Alarm. Message from Dr. Light. Und dann kommt er mit dieser Nachricht. Item 3. Complete. Get your weapons ready. Okay, sehr schöne Nachricht. So in etwa, jetzt kriegen wir Item 3. Eine andere Fähigkeit. Ja, wir bekommen drei zusätzliche Items, die uns später helfen. Und ich glaube, erst bei Dr. Wily werden sie eigentlich sehr nützlich. Und jetzt haben wir Metal Man. Er ist kein Metal Fan, aber Metal Man. Und dann würde ich mal sagen, auf geht's zum Metal Man Stage. Und wir sind in so einem Uhrtower. Uhrentower. Und schon mal diesen Energy Tank. Es wird schwer. Jetzt haben wir schon zwei. Emmy-Tank. Ich nenne ihn jetzt auch Emmy-Tank. So, ich habe mich jetzt das eingewöhnt. Und bei dieser Stage seht ihr schon, was das Problem sein kann. Ja, wir haben es zu tun mit Laufbändern quasi. Die können uns nämlich den Weg ein bisschen verschweren, indem wir halt gegen den Normalweg halt sind. Und dann kann man natürlich fallen. Und ja. Das müssen wir jetzt halt mit kämpfen und wie ihr seht, haben wir noch ein Problem hier. Ich komme dann auf einmal wo aus dem Boden rausgeschossen. Oh, Energie,
beherrsche. Ups, ich könnte ein bisschen Energie noch gebrauchen. Ja, schon ein bisschen Energie. Ja, nee. Nein, keine Energie. Okay, dann geht's hier weiter. Und man kann das hier eigentlich ein bisschen beschleunigen, wenn man halt gegen die Wand springt. Und jetzt wird's so ein bisschen schwerer. Zack. Boah, das war sehr knapp, aber trotzdem gelungen. Natürlich hätte man oben springen können und sich das extra Life holen können. Ich bin nicht so der große Sprungspezialist, deswegen müssen wir das halt so lassen. Und gehen jetzt hier weiter. Und bei dieser Metal Stage, da kommen jetzt noch ein paar andere böse Gegner wie mir, die mit dem Drehkraft quasi ganz angreifen. Aber das kann man auch eigentlich gekonnt so sich das einfacher machen, indem man halt schon mal vorher angreift. Oder hier zum Beispiel. Ja gut, das war jetzt ein Fail, aber trotzdem geklappt. Da kommt der nächste. Ach, schade. So, das haben wir jetzt auch geschafft. Jetzt geht's einfach weiter hier. Genau, und einfach nur ein paar Metallgegner. Aua, das hat weh getan. Ah, das. Ach, schade. Keine Energie. Oh, da haben wir Energie. Wunderbar. Wir haben auch einen Emmy-Tank, aber der ist schwer zu bekommen. Und damit habe ich mich jetzt geopfert. Schade. Game over. Das erste Game over schon. Das ist nicht schön. Dann machen wir einfach ein Continuum. Machen einfach weiter nochmal. Kann ja passieren. Ich glaube, ich war zu langsam und ich bin einfach zu früh gesprungen. Das kann ja passieren. Aber wir kriegen immer noch diesen Energietank. Nur das Problem ist einfach, wir haben nur noch einen Energietank. Der zweite ist nämlich jetzt verschwunden dadurch. Aber egal, wir brauchen nur einen Energietank. Ich glaube, mehr brauchen wir auch nicht. Gut, das ist, ich hätte es eigentlich No-Hit. Oh, weil. No Hit Death, also No Death Run könnte man auch das nennen, aber ich bin ja jetzt schon gestorben. Also No Death Run ist bei Mega Man so, dass du halt kein Game Over hast, sondern und auch nicht stirbst. Allgemein nicht stirbst. Und bei Mega Man 1 wäre das ein Wunder, wenn du das nicht schaffst. Manchmal so ein Wunder, wenn du das schaffst. So, einfach jetzt hier mal Energie, ein bisschen mehr. Sehr schön. So, jetzt habe ich wieder genug Energie. Man kann den Gegner eigentlich schon ein bisschen vorher angreifen, weil der Boden ein bisschen transparent ist, habe ich gerade gesehen. Schade, schon wieder ein Hit passiert. So. Aber jetzt, oh, jetzt haben wir nicht mehr so viel Hits. Und jetzt können wir einfach weiter hüpfen, der kleine blaue Mann. Ich weiß nicht, wie viel Energietanke man sich eigentlich aufnehmen kann. Ich denke mal, 5 sind bestimmt drin. Also ich habe ja schon 3 gefunden. Und ich weiß auf jeden Fall, es gibt noch bei 2 Stage gibt es noch welche. Und das werden dann 5. Also insgesamt wären es 5. Ob man dann auch alle 5 nehmen kann, dann muss man halt einen No-Death-Run machen quasi. Oder einfach unheimliches Glück haben. So, oh, da war noch ein bisschen Energie nötig. Zack, wunderbar. Es läuft eigentlich. Ja gut, den Watt habe ich getroffen. Wunderbar. Ja, wie ihr seht, das ist eigentlich einfacher Mega Man 2 gegenüber 1, weil 1, das ist krank gewesen. Also ich, oh, das war ein sehr geskillter Treffer. Ja, oh. Ja, gut, der ist jetzt nicht geskillt, der war jetzt einfach aus cooles. Ah, Mann, dieser Gegner, der ist schrecklich. Also diese Gegner hier, das sind so was wie Plattformen, die einfach einen stören im Gehen. Ja, jetzt sind wir bei Metal Man. Endlich. Und Metal Man versuchen wir jetzt auch den Hintern, ob wir das jetzt auch schaffen. Er hat auch ein ganz einfaches Gegnerkonzept. Er wirft einfach Drehscheiben. Wir müssen halt unten achten, wie er uns halt trifft. Er macht das in der Luft so. Seht ihr? Er hat eigentlich ein einfaches Muster. Wir müssen halt. Oh, der trifft aber auch gut heute gerade. Metal Man! Ah, schade. Ja, das war's. Ja, er hat eigentlich ein einfaches Muster. Ich habe mich aber jetzt treffen lassen öfter mal, weil ich jetzt keinen Bock hatte, das ihn jetzt einfach zu machen. Ich habe ja gesagt, es wird casual-mäßig. Das heißt, ihr würdet mehr Gelaber bekommen und Gutes spielen. Normalerweise hätte ich das auch anders spielen können und sagen, hey, no Death Run Pro Stage. Ja? Aber, oder No Hit. Das ist
auch schwer. Obwohl, No Hit hätte ich sogar geschafft heute. Aber egal, wir gehen jetzt zu Hitman. Und die Stage von ihnen ist assihaft. Die ist richtig assihaft. Muss ich sagen, ich habe sie privat 5 Versuche gebraucht und dann bin ich endlich mal durchgekommen. Aber hatte letztes Leben und dann musste ich das nochmal machen. Ja, das wird ihr sehen, warum die so ein bisschen assihaft ist. Nämlich, das kommt. Hier ist es noch nicht zu erkennen. Hier ist es noch einfach simpel. Weil ist ja aber. Es kommt zu einem gewissen Punkt, da denkt man sich. Fuck you! Obwohl, jetzt habe ich. Das habe ich jetzt gesagt. Entschuldigung. Hier vielleicht hören kleine Kinder zu. Überhört das letzte Wort. Oder ich mache ein konstantes Piepen, wenn ich das jetzt nochmal gesagt habe. Aber diese Stage ist. Oh, die ist nicht. Nicht ist unheimlich fies, muss man echt sagen, weil am Anfang geht alles, ne? Ist alles in Ruhe, da kann man das schaffen, außer jetzt bei den Gegnern, die nerven allgemein überall, aber ab hier fängt schon eigentlich an, nämlich, es kommen wieder diese Plattform von der, vom ersten Mega Man, die kennen wir ja alle, die kommen gleich sehr, 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 sehr cool rüber. Wo ich sagen muss, wow, da hat sich Capcom was einfallen lassen. Aber das ist echt, Alter, das ist wirklich so. Ich kann es auch eigentlich mir auch einfach machen. Oh, das war jetzt, boah, der Hit hätte mich, glaube ich, umgebracht. Ja, Energie, Dankeschön. So, deswegen, ich sag ja, nämlich diese, oh, wie ihr seht, man kann hängen bleiben. Deswegen mache ich mal auf sicher. So. Und sterbe trotzdem. Dank diesen hässlichen Dingern da. Das nervt eigentlich. Die sind hier andauernd da. So. Könnt ihr nicht für immer. Boah, das war knapp. Wie ihr seht, nerven sie wirklich. Deswegen will ich jetzt es mir einfacher machen. Zack. Ich werde jetzt diese Fähigkeit hier nutzen. Okay, das ist schon offen. Das ist sehr gut. So, einfach rüber. Zack. Ich werde diese Technik nur einmal zeigen. Eigentlich könnte man auch da ganz rüber springen. Aber nee, Leute, das mache ich jetzt nicht mit. Nein. Nein. So, jetzt bin ich wieder richtig. Und jetzt kommt hier die Stelle, die ich meinte. Leute, Assi, Leute, Assi, Assi. So, ab geht's. Guck, was ich sage. Man weiß nicht, wann die Plattform kommt. Jetzt muss man das sich jetzt einmal einprägen. Oh, jetzt schon wieder daneben gesprungen. Oh Gott, das wird lustig. Ach, Mann, das verpeile ich auch immer. Danach wird es ein bisschen einfacher, glaube ich, aber es kommt noch eine fiese Stelle an. Ich finde, dass diese Stelle ist allgemein sehr fies. Ach, da rutscht der Mega Man wieder aus. Mein Gott, Mega Man. Gut, aber wir machen heute wirklich die 3 Gegner fertig. Also in diesem Part werden wir die 3 Gegner auf jeden Fall angreifen. So, jetzt fängt's. Ah, boah, das war knapp. Ach, das sage ich ja. Ich weiß nicht, wie die, wie das Skript für diese Blöcke gemacht worden ist, aber man merkt, diese Blöcke, die sind falsch. Also die haben einen falschen, ich würde mal sagen, Startpoint. Oh, naja, da springt er nicht. Mega Man, was machst du heute? Hast du keinen Bock auf? Hitman. Obwohl, wir haben da, wie viel Leben? Ich muss mal kurz gucken. Oh, kann ich auch verstehen, nur noch ein Leben. Das willst du nicht riskieren, mein Freund. Obwohl, wir haben da noch einen Energy Tank, also. Oh, das war sehr gut. Da muss ich mit dem Kopf nur schütteln. Das war jetzt fies. Eigentlich hätte ich diesen Sprung geschafft. Ich bin sehr ehrlich. So. Jetzt geht's. Hopp, hopp, hopp.
Wie ihr seht, man hat noch diese alten paar Cheats noch hier mit den L und R Knopf, aber das benutze ich ja nicht, weil ich ja jetzt besser umgehen kann mit Mega Man, sonst jetzt stattdessen benutzt. Mega Man will springen. Okay, Mega Man, du hast irgendwas heute. Was ist so Kummer, mein Freund? Dann rede mit mir. Kleiner blauer Mann. Sehr schön. Ja, jetzt hat's auch mal geklappt. Ich verzweifle gerade. Oh Mann, mit einem gewissen Item hätte ich das jetzt eigentlich komplett weggemacht, aber ich bin jetzt nicht so. Ja, jetzt dies. Da kommt die Box wieder. Wo an? Kommt die Box genau, wo ich gerade landen wollte. Der gerade runterspringen wollte. Also gerade beim Sprung runterging. Da fängt das an zu kommen. Ist los. So, 1, 2. Ja, das lief jetzt wunderbar. Ah, nein, Box. Ich muss mal kurz was gucken. Ich will mal wissen, was. Item 3 ist. Ach, das hier. Das kann man eigentlich benutzen, um dann halt in die Lava zu springen, aber das mache ich jetzt nicht. Ich habe es jetzt einmal benutzt. Ach, vergessen zu springen wieder. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, Leute. Wie geht's euch? Na, alles fit bei euch? Läuft bei euch alles gut? Habt ihr doch genug Zeit? Was macht ihr so noch heute? Habt ihr noch viel vor? Sag ich doch! Woher soll ich das ahnen, dass das so kommt? Jetzt muss ich das den ganzen Weg zurück. Ah. Dankeschön. Dankeschön, Hitbox. Ja. Ich könnte einen Affen kriegen. Ah, verreckt. Einfach rüberlaufen. Ach ja. Danke. Ah, so, einfach jetzt rüber gesprungen. So, jetzt gucken wir mal, ob es jetzt klappt. Ah, runtergefallen. Ich habe ja noch einen Energy Tank. Aber ich glaube, bei dem Leben wird er jetzt verlieren. Oder an Wert verlieren. Gott, Box. Was ist los? Ich glaube, das ist so nervend. So, 1, 2. Sehr schön, sehr schön. Mein Gott, ich fange gleich an zu springen. Ist euch aufgefallen, warum Mega Man eigentlich immer den Mund auf hat beim Springen? Keine Ahnung. Kann ich mir nicht erklären. Ach, Hitbox. Ich glaube, ich bleibe hier bei dieser Stage noch ganz lange. Obwohl, gegen Hitman hätte ich jetzt eine gute Chance. Ich habe noch einen Energy Tank. Den kann man damit ein bisschen ärgern. Sehr schön. Sehr schön. Wo? Oh. Sage ich doch, es lenkt ab. Naja, dann würde ich mal sagen, das Game Over hat eigentlich schon gesagt, was wir jetzt machen. Wir werden jetzt einfach die Stage nachher wiederholen. Würde ich mal sagen, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen dieses Partes. Bis dann und ciao, Leute. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann könnt ihr ihn folgendermaßen bewerten. Wenn er euch natürlich gefällt, mit einem Daumen hoch. Wenn er euch nicht gefällt, mit einem Daumen runter.
Feedback, Kommentare und Wünsche werden natürlich gerne gelesen unter den Kommentaren. Und wenn ihr zur vereinfachten Verlinkung kommen wollt, könnt ihr oben im Video selbst den Part für die nächste, für die letzte Folge und für die Playlist finden und sowohl auch in der Videobeschreibung. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Projekt und bei den anderen Projekten. Bis dann und ciao, Leute.